Einfühlungsvermögen und vollkommener Respekt gegenüber der Art, wie trauernde Menschen ihre Welt wahrnehmen, sind die Eigenschaften, die es ermöglichen, Kraft und Frieden zu schaffen in Momenten, die ausweglos erscheinen. Mit Trauer zu erleben ist wichtig, vom Tod bis zur Beerdigung zumindest. Die Tage danach ist es auch noch in Ordnung, wenn der Alltag beginnt und dann entscheidet sich, wie man dann in die Zukunft geht. Das ist mal so das eine. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nur mal drauf eingehen. Trauerphase heißt draußen normalerweise 3 Jahre. Alles, was man vom Tod eines Menschen an erlebt, die Angehörigen ringsherum, alles, was man da erlebt, wird bildab abgespeichert im Gehirn, komme ich nachher nochmal dazu. Und egal, was man da erlebt, mit dem geht man in die Zukunft. Punkt aus. Das, womit man die Trauerfeier gestaltet, wie man den Abschied nimmt, wie das optisch gestaltet ist, wie man die Musik auswählt, das sind alles so Dinge, das bleibt alles da drin gespeichert und genau mit dem geht man in die Zukunft. Wenn man die 4 Prozesse macht, dann hat man sich selbst als menschliches Wesen ganz automatisch einen Zustand des inneren Friedens geschaffen. Wenn wir Abschied nehmen am Sarg an einem verstorbenen Menschen, kommen wir auf menschliche Erfahrungsart in einen, habe ich ja vorher gesagt, selbst in einen Zustand des inneren Friedens. Es geht darum, um mentale Wege, es geht um mentale Prozesse, die im Gehirn stattfinden, auf die Art, wie ein Gehirn Dinge abspeichert, insbesondere Erfahrungen, wie man diese Prozesse verändern kann, in Bruchteilen von Minuten manchmal, und plötzlich Zugriff zu haben auf Dinge, wo man dachte, Alter, ist das schön. Lebensfreude, innere Ruhe, dieser innere Frieden. Und plötzlich kann man auch wieder durchstarten, der Körper wird wieder gesund, das ist phänomenal. Ich habe manchmal Beerdigungen, wo logischerweise und sehr verständlich auch bei schlimmen Karpatoranfall, Sohn und so weiter, dass die Mutter sich dann zur Beerdigung spritzen lässt vom Arzt, damit sie das übersteht. Was, wenn es einen Weg gäbe, dass sie das gar nicht bräuchte? Und dann beginnt das Formatieren sozusagen. Weil alles, was hier stattfindet, von der Geburt bis zum 8. Lebensjahr, hier werden wir formatiert. Und hier sind wir ausgeliefert, was uns beigebracht wird, ob wir wollen oder nicht, weil wir noch keinen Verstand haben. Was wir hier in der Phase nicht lernen und folgedessen nicht als festes Programm in uns existiert, das ist der Umgang mit Verlust. Kommen wir in späteren Jahren als Mensch in Kontakt mit Verlust, im schlimmsten Fall Tod eines Menschen, dann haben wir da drinnen kein Programm, das uns sagt, wie gehst du damit jetzt um? Keine Antwort. Da gibt es keine Antwort plötzlich. Warum? Die Menschheit hat diese Lehre des Wort Trauer gegeben. Kein Selbstbewusstsein mehr heißt, es ist nicht mehr da, da kann ich auch nichts mehr machen. Es ist so. All diese Dinge, die entspannt sind, ja, sind alle 100% vorhanden, die sind vom Tag der Geburt mitgegeben und existent im Unterbewusstsein. Nur haben wir keinen Zugriff drauf, weil Trauer in dem Fall den Zugriff darauf verhindert. Es ist aber zum selben Zeitpunkt vorhanden. Okay, ich fand diesen Vortrag heute Abend unwahrscheinlich interessant. Ich bin selber in zweifacher Hinsicht betroffen. Ich habe einmal eine Trauerfeier von ihm mitgemacht bei einer Freundin, die ich vor kurzem verloren habe, und bin danach im Grunde genommen innerlich zufrieden nach Hause gegangen. Habe vor fast 1,5 Jahren meine Mutter verloren und mit dieser Trauer komme ich heute noch nicht zurecht. Ich werde mit Sicherheit jetzt einige Dinge, die er heute Abend vorgetragen hat, erstmal für mich selber verarbeiten und wenn ich nicht weiterkomme, einfach so einen Trauercoach benutzen, um im Grunde genommen die Trauer, die ich mit meiner Mutter nicht bewältigen kann, einfach umzusetzen. So für mich war es ein sehr erlebnisreicher Abend. Das Gehirn denkt nur in Bildern. Wenn wir sterben, wenn wir den Stoffwechsel einstellen, dann stirbt der Verstand mit. Und logischerweise, wenn wir dann in den Zustand des reinen Friedens übergehen, gibt es keine Bewertung mehr.
Im Grunde geht es hier eigentlich nur darum, einfach mal das Gehirn zu benutzen. Das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden. Also angenommen, ich habe ein Verhalten entwickelt mit einer schlimmen Trauererfahrung 15 Jahre her und ich habe mir beigebracht, das dauert auch nur so ein Zehntel einer Sekunde, mit etwas nicht umgehen zu können und ich leide drunter und es wird einfach nicht schlechter und plötzlich bin ich depressiv, jetzt habe ich ein depressives Verhalten. Das depressive Verhalten ist bei, auch im Unterbewussten, logischerweise ist es ja ansässig, im Unterbewussten abgespeichert als Programm sozusagen. Das Unterbewusstsein, weil es neutral ist, kann gar nicht unterscheiden, ob das Verhalten jetzt gut für uns ist oder ob das für, schlecht für uns ist. Das Unterbewusstsein kann es nicht unterscheiden. Es führt das Programm nur aus, das ist seine Aufgabe. 20 Millionen Informationen zum selben Zeitpunkt ist das Unterbewusstsein in der Lage aufzunehmen und zu verarbeiten. Das Unterbewusstsein tut rund um die Uhr alles in seiner Macht Stehende, dass es uns gut geht. Und dazu nutzt es die Programme, womit wir es programmieren. Wie programmieren wir denn unser Gehirn? Wie programmieren wir denn unser Unterbewusstsein? Wenn ich jetzt aber wüsste, was Gedanken sind, dann könnte ich im Grunde genommen, ich habe bloß mal eine Logik, aber dann könnte ich im Grunde genommen die Aufbaustruktur dieser Gedanken so verändern, dass ich plötzlich entspannt mit allem wieder umgehen kann. Richtig. Aber dazu muss ich wissen, was Gedanken überhaupt sind. Also ich fand es sehr spannend, wie hier mit dem Thema Trauer umgegangen wird, wie man erstmal darauf aufmerksam wird, was da für Prozesse ablaufen und was man da tatsächlich ändern kann und wie den Hinterbliebenen auch geholfen werden kann. Also ein ganz tolles und interessantes Angebot. Es gibt nur drei Arten, wie wir Menschen denken. Wir machen uns innere Bilder oder Filme. Wir führen inneren Dialog. Oder wir haben Emotionen. Im Umkehrschluss heißt es aber, wenn ich etwas Unangenehmes habe, eine Trauer, unter der ich leide seit ein paar Jahren oder irgendwas, dann ist es für mich als Coach wichtig rauszukriegen, weil du bist ein Individuum. Was ist für mich wichtig rauszukriegen? Inneres Erleben, Bild, Film, innerer Dialog oder Emotionen. Dann muss ich eigentlich bei dir was rauskriegen. Wie präsentierst du deine Welt, du als Individuum? Eher im Bildbereich, eher als Dialog oder eher mit diesem Gefühlsbereich. Ja. Und wenn ich es rausgefunden habe, dann kann ich jetzt beginnen, den Klienten dabei zu unterstützen, dass er seine Wahrnehmung verändern kann, weil er jetzt beginnen kann, sein Gehirn umzuprogrammieren. Wie bewegt sich dieses Gefühl? Kreist es? Kreist es im Uhrzeigersinn? Kreist es gegen den Uhrzeigersinn, kreist es nach vorne, nach hinten, fließt vielleicht, keine Ahnung, das macht auch jeder anders, wir haben schon Pulsiererholung gehabt und alles Mögliche, dann habe ich die Bewegungsrichtung. Wenn man die Bewegungsrichtung hat und der Klient ist der Boss von seinem Hirn, dann kann der Klient auch zulassen unter professioneller Führung, dass er das Gefühl einfach mal zulässt, dass es zum Stillstand kommt. Einfach mal die Bewegung anhält, um dann erstmal rauszufinden, wie es ihm jetzt dabei geht, wenn es still steht. Und ich kann Ihnen jetzt schon garantieren, er fühlt sich anders, geht gar nicht anders. Das Spannende darüber hinaus ist, jeder Versuch beim Gedanken an die Polizisten, an den Sohn, man ist nicht mehr in der Lage, sich schlecht zu fühlen, es geht gar nicht mehr danach. Es ist umprogrammiert. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Punkt. Ja, ich fand es hier beim Thomas Sommerer sehr gut. Die Impulse, die er mir vermittelt hat, waren interessant, tiefgehend, nicht oberflächlich, wie es bei anderen Coachings der Fall ist. Und hat auch viel mit den eigenen Gedanken, mit der eigenen Vorstellungskraft zu tun. Und kann ich so eigentlich nur weiterempfehlen, dass man sich selber mit sich selber, mit den eigenen Gedanken so befasst. Und würde es uneingeschränkt weiterempfehlen.